500 Abonnenten. Vielen Dank, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen zum kleinen 500 Abonnenten Special. Das wird erst der erste Teil des 500 Abonnenten Specials sein, wo ich ein bisschen reden werde, ein bisschen von der Holzfäller-Geschichte erzählen werde. Und ich würde sagen, dafür suchen wir uns erstmal irgendwas hier im Chat raus, irgendeinen Angriff. Machen wir den hier. So. 512k Elixier drauf. Okay. Fängt schon mal gut an mit der Folge. Und zwar ein ganz großes Dankeschön an 500 Abonnenten. Und direkt habe ich schon eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Auf jeden Fall 500 Abonnenten. Das heißt, wir sind jetzt um die 500 Leute auf dem Kanal. Und das ist unglaublich. Wir haben jetzt zusammen sozusagen den Holzfäller gesmackt. Ich werde jetzt den Screenshot einblenden, wie die Holzfäller-Geschichte eigentlich entstanden ist. Und zwar, wie ihr da lesen könnt, wir haben damals ein Intro gesucht. Eine neue Linkadresse, dass man die ändern kann. Aber das ging erst ab 500 Abonnenten. Und dann hat der Holzfäller ja geschrieben, okay, also nie. Und damit war die Ansage, dass wir nie 500 Abonnenten erreichen werden. Und wann war das? Ich glaube im Januar. Ich bin momentan immer noch geflasht. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals dann so die Diskussion auf WhatsApp hatten, also Tim und ich, der Manager, dass wir es ihnen irgendwann zeigen werden, dass er nie an uns geglaubt hat und so. Und ich kann mich noch erinnern, im Januar hatten wir die Diskussion im Fitnessstudio, da haben wir uns schon vorgestellt, wie es ist, wenn wir mal irgendwann 500 Abonnenten haben. Und jetzt, 5 Monate später, im Juni, ist es soweit. Wir haben die 500 Abonnenten erreicht. Puh. War ich so schnell irgendein Angriff bzw. Replay. Ja, okay, hier unten sind noch welche. Gut. Lass wir einfach laufen, damit es nicht allzu langweilig wird. Auf jeden Fall. 500 Abonnenten sind wir jetzt und das ist wirklich unglaublich. Als Special, das ist jetzt das erste Special, da wollte ich nur ein bisschen reden, die Hashtag Holzfäller-Situation erklären und so weiter. Auf jeden Fall, der neue Hashtag ist Hashtag der Holzfäller wurde gesmackt. Und wie haben wir das erreicht? Mit eurer Hilfe. Also nicht nur ich habe den Holzfäller gesmackt, wir alle haben den Holzfäller sozusagen gesmackt. Mit eurer Hilfe haben wir es geschafft, den Holzfäller zu smacken. 500 Abonnenten. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich... Ich bin ein bisschen geflasht. Ich könnte gerade Regenbogen, Kotzen, Einhörner, Kobolde mit Goldkesseln. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall, Dankeschön. Wirklich ein ganz großes Dankeschön. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt reden soll. Eigentlich, ich hatte jetzt vor dem Video so ganz viel geplant, was ich ansprechen wollte, was ich reden wollte, aber jetzt fällt mir wirklich wenig ein. Die Holzfäller-Geschichte in den Screenshot hatte ich ja schon eingeblendet, dass er geschrieben hat, okay, also niemals. Dann hatte ja Tim geschrieben, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich weiß noch nicht, ob er damals schon inoffizieller Manager war, aber ja gut, weiß man ja nicht. 38%, 39%, okay. Das ist hier ein Angriff mit 0 Loot. Ich weiß zwar nicht, wieso du den nicht angegriffen hast, aber wir werden trotzdem mal laufen lassen. Ja, und jetzt 5 Monate später ist es soweit. Im Übrigen, ich habe auch da hinten einen kleinen Motivationszettel über mein Bett hängen, also so dass ich jeden Morgen aufstehe und dann den so sehe. Da sind so meine Abonnentenziele drauf. Zum Beispiel 100 Abos, 200. Jetzt konnte ich 500 so einen Haken hintermachen. Das war ein wunderschönes Gefühl. Im Übrigen, ich glaube, bis zu 10.000 steht da drauf. Weiß ich momentan nicht. Ja, doch, bis zu 10.000 stehen da drauf. Damit ich immer so morgens beim Aufstehen wirklich Motivation habe. Klingt jetzt ein bisschen komisch, als wenn ich so in der ersten Klasse werde, wo man etwas Schönes malt, um irgendwie Motivation oder sowas aufzubauen. Aber ich kann wirklich sagen, das hilft wirklich so dermaßen, wenn man das dann jeden Tag sieht. Dann weiß man auch, wofür man diese Sachen macht. Natürlich, ich mache YouTube nicht nur wegen den Abonnenten, aber das verstehen die meisten aus meiner Klasse ja nicht. Ich mache YouTube, weil es auch mein ganz großes Hobby ist, weil es mir viel Spaß macht und das war gerade ein bisschen komisch. Da war ein so flackerndes Licht. Paranormal Activity. So, der Angriff wäre vorbei. Mann, ich habe jetzt blöde Truppen dabei, beziehungsweise die Truppen dürftet ihr noch nicht sehen, aber das macht ja jetzt nichts, Vielleicht habe ich hier noch irgendwo einen Angriff. Joa, ich habe sogar noch 4 Stück. Das passt auch mit Bart schön erfarmt. Hier ein bisschen Loot. Ich glaube, das war heute Morgen, habe ich jetzt nicht gesehen. Auf jeden Fall. Das hilft wirklich so dermaßen. Also
Falls ihr euch fragt, wieso ich mit YouTube angefangen habe, das war eigentlich, es gibt einen YouTuber und ein Video dazu sozusagen. Also ich habe eigentlich angefangen wegen Markiplier und Corrupted wegen den beiden. Falls ihr die nicht kennt, Markiplier ist ein amerikanischer YouTuber, ein amerikanischer Horror-YouTuber, der meistens Indie-Horror-Games vorstellt bzw. spielt. Und der mit Five Nights groß geworden ist und wirklich, das ist eines meiner Vorbilder. Es gibt auch ein Video von ihm, das heißt Markiplier Believe in Yourself, da erklärt er einiges und sagt, wie wichtig es ist, Vertrauen in sich selber zu haben, damit man wirklich Erfolg im Leben hat, Erfolg in YouTube und ich bin wirklich seiner Meinung, denn ja, Selbstvertrauen ist bei dieser Sache wirklich das Wichtigste, denn ich habe das damals gemerkt, als ich mit YouTube angefangen hatte, wann war das? Am 31.10. war ja das erste Mal. Das war ein Freitag, dann am 1. Samstag, am 2., also am 3. November dann in der Schule irgendwie. Ja, da haben die gelacht und so und dann sagten die so, das wirst du sowieso nach ein, zwei Wochen aufhören und wenn, dann wirst du nie Erfolg haben, die 100 Abonnenten schaffen oder so. Aber ich habe mich drauf gehört. Ich habe mein Ding durchgezogen, ich habe wirklich, an mich geglaubt sozusagen. Es klingt jetzt so, als wenn ich schon Millionen von Abonnenten hätte, aber es ist nicht so. Aber 500 Abonnenten, ich finde, das ist wirklich eine reife Leistung. Und ja, es gibt einige, die sagen so, 500, das ist doch gar nicht. Also, na. Aber das ist Bullshit für mich. Das ist, wenn man sich wirklich das denkt, dass man das denkt, was heißt hier das denkt? Wenn man weiß, dass man sich sowas selber erarbeitet hat, dass man das mit guten Videos erarbeitet hat, dann ist das wirklich ein wunderschönes Gefühl. Das klingt jetzt wirklich gay, aber es ist so. Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl, wenn man so das erreicht hat. Blut. Schön, dass sie jetzt wenigstens Angriffe teilen, sodass ich noch wenigstens ein bisschen Stoff im Hintergrund habe, damit es nicht allzu langweilig wird. Also Selbstvertrauen ist wirklich das Wichtigste. Also das, da, als ich damals da in der Schule war, ich habe ja natürlich allen Freunden direkt auf Skype geschickt. Hey, guck dir das mal an, abonnier mal. Natürlich haben einige vorbeigeschaut. Ja, natürlich, die Anfangsvideos waren nicht so schnieke, das muss ich auch zugeben. Das rauschende Mikrofon, gesprochen ohne Begeisterung, die Ton- bzw. Bildqualität war nicht so knorke, nicht so pornös. Ja, aber ich sage, nicht jeder hat wie Gronkh angefangen. Auch Gronkh hat nicht wie Gronkh angefangen, wie er jetzt Videos macht. Jeder hat klein angefangen, das muss man so verstehen. Natürlich behaupte ich jetzt nicht, dass ich irgendwann so gut wie Gronkh werde, aber ich sage, dass ich von meiner Leistung eigentlich zufrieden bin. Wenn ich mir jetzt angucke, mein allererstes Video im Vergleich zu jetzt, das ist wirklich für mich ein ganz großer Unterschied. Und das ist einfach nur so schön, die Entwicklung zu sehen. Viel Glück morgen. Hä? An wen? Fragezeichen, Doppelpunkt P. P. Weiter geht's. Auf jeden Fall schöner Loot Bluna. Ich kenne ihn ja auch im privaten Leben. Deswegen. Nice fight, Bruder. Wo waren wir stehen geblieben? Genau mit der YouTube-Sache aus. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt sogar noch von zwei, dreien immer damit ausgelacht, wenn ich so sage, ich will damit mal später Erfolg haben. Wobei ich das gar nicht so realistisch finde. Also, die sagen auch immer wieder, meine Videos sind scheiße. Euch wegen CK. Ach so. Ah, dankeschön. Danke. Und meine Elgato ist wieder abgeschmiert, beziehungsweise das Bild ist gerade weg. Ist nichts Neues mehr. Android Phone und Elgato vertragen sich nicht einfach nicht. Und wieso ist das Bild jetzt weg? Oh, nee. Oh. Nein. Ich muss mal kurz cutten, weil die Aufnahme stehen geblieben ist. Bis gleich. So, da werden wir wieder. Meine Elgato ist gerade komplett abgeschmiert. Die Aufnahme, die erste, ist zwar noch da, aber... Ja, die Elgato freut sich halt mit, dass ich die 500 Abonnenten erreicht habe und dass wir den Holzfäller gesmackt haben. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Genau, falls ihr auch wirklich mit YouTube anfangen wollt oder YouTube macht, das Wichtigste ist wirklich, dass ihr Spaß an der Sache habt. Denn Spaß ist wirklich das Wichtigste. Ich spreche wirklich aus Erfahrung. Denn am Anfang, ja, ging es überhaupt nicht voran. Aber wieso habe ich nicht aufgehört? Fragt ihr euch jetzt, Kinder. Nein. Fragt ihr euch, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe nicht nur die Abos in YouTube gesehen. Genau, gesehen. Ich habe, mir hat es einfach viel Spaß gemacht. Aber es gibt Leute, die sehen YouTube nur als Geldquelle und verstehen nicht, wie man Spaß dran haben kann. Genau sowas habe ich auch in meiner Klasse. In meiner Klasse hat man irgendwie alle Fälle, die man haben kann. Auf jeden Fall, der eine sagt, scheiß Videos, weil er die ersten Videos gesehen hat. Der eine sagt, er wird auch mal anfangen und erfolgreicher werden in kürzerer Zeit. Selbst wenn, kann er auch machen. Ich habe da nichts gegen. Ich meine, ich habe Spaß dran und wenn er wirklich dran Erfolg hat, dann ist es doch gut.
Dann gibt es einen, der jeden Tag andere Gründe hat. Erstens, weil es Innovative fehlt, was ich auch nicht verstehe, oder zu wenig an Let's Plays bearbeite. Da frage ich mich aber, was soll man an Let's Plays bearbeiten? Das verstehe ich nicht. Könnt ihr mir das sagen? Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare rein. Außer im Best-Offs natürlich. Aber normalen Best-Offs, Let's Plays mag ich es nicht, wenn es total bearbeitet ist. Ich will, dass auch ein Let's Play bleibt, dass man ungefähr das Spiel sieht, dass man sich vielleicht hineinfühlen kann, auch in den Horrorspielen wie Outlast. Ich habe da bis jetzt kein einziges Mal was weggeschnitten, einmal. Tut mir leid, aber da musste ich wirklich suchen, weil die Aufnahme sonst irgendwie früher 40, 50 Minuten lang gewesen wäre, auf jeden Fall. Ist wirklich wichtig. Und der eine sagt, die Videos sind scheiße, aber kann es nicht begründen, deswegen nehme ich das aber gar nicht ernst, denn ich sehe wirklich täglich den Support von euch. Das ist, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn da jemand so unter das Video schreibt, gutes Video, schönes Video, Bro. Das ist ein schönes Gefühl. Das hört sich sowas von gay an, sorry. Aber es ist nun mal so. Und, oder was ich auch letztens gelesen habe, zum Beispiel bei einer Mario Kart Folge mit Hübi, hatte, glaube ich, irgendwer runtergeschrieben, weil Hübi so ausgerastet ist, dass er genau diese Schadenfreude vor Ferienende braucht. Ich weiß noch nicht, wieso du Ferienende hattest. Das ist irgendwie voll gemein, dass du so früh Ferien hattest und wir nicht. Aber macht ja nichts. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Oder Alchea hat auch mal runtergeschrieben, dass er irgendwie an einem Tag total schlecht gelaunt hat und dann meine Videos guckt und dann wieder etwas besser gelaunt war. Das sind solche Momente, wenn du sowas unter dem Video siehst. Das ist wirklich richtig geil. Und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Abonnenten, auch wenn ihr das nicht glauben mag, aber es ist wirklich so. Ich bin da tagsüber, wenn ich mal zu Hause bin, dann gucke ich manchmal oben rechts halt auf das Symbol und da kann man die Abonnentenzahl gucken. Und wenn ich sehe, dass ein Abonnent dazugekommen ist, das ist hammergeil. Das ist wirklich hammergeil. Vielleicht, ja, größeren finden das nicht mehr so geil, aber ich freue mich wirklich über jeden. Ich würde mich bei jedem einzelnen von euch bedanken, aber dann müsste ich quer durch Deutschland fahren und das wäre ein bisschen umständlich. Aber nun gut, das Video ist jetzt schon relativ lang. Ich will mich auch nicht kurz halten. Ich lasse mir wirklich Zeit jetzt bei der Sache. Genau. Jetzt als fünf. Ey, das wollte ich gar nicht. Bruder. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Na egal, lassen wir das hier jetzt laufen. Als 500 Abo-Special. Einige haben vorgeschlagen, Thomas, machst du eine Verlosung, aber. Ich habe einmal eine Verlosung gemacht. So. So. Ich habe einmal eine Verlosung gemacht und ich habe gesehen, dass wirklich manche wirklich enttäuscht waren und deswegen werde ich sowas in nächster Zeit jetzt beim 500 Abonnenten Special machen oder in den nächsten auch nicht. Vielleicht, wenn ich größer bin, kann ich mehr verlosen und ja. Ich habe gesehen, nur eine Person hat was von diesem Special und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen will ich ein 500 Abo Special machen, wovon jeder was hat und deswegen haben wir einige Vorschläge gemacht. Wir werden noch einige Google-Umfragen machen, was heißt hier einige? Wir werden eine Google-Umfrage machen, sodass wir drei Vorschläge vorstellen, was ich machen könnte. Also einen Vorschlag habe ich schon da und die anderen könnt ihr mir ja vorschlagen. Bis auf die Verlosung natürlich, und zwar ein Vorschlag wäre, ich habe so eine harte Puppenphobie und dann würde ich mir irgendwie so ein Horrorspiel raussuchen, wo ganz viele bewegende Puppen rauskommen und klauen und das ist voll gemein und so und dann werde ich das extra noch so um 2 bis 3 Uhr morgens spielen, damit die Atmosphäre am besten ist. Und dann habt ihr was zum Lachen, wenn ich so schreie. Dann werde ich es natürlich noch lustig bearbeiten, weil das ein Abo-Special ist und deswegen. Also das wäre ein Vorschlag von mir. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ihr sowas sehen wollt, schreibt es hier unten in die Kommentare rein. Ich weiß ja nicht. Ihr seid ja die sich den Scheiß hier angucken. Nein, Spaß, aber ihr seid die sich Videos angucken. Und deswegen will ich auch eure Meinung haben. Und deswegen antworte ich auch wirklich auf jeden Kommentar, jede Frage. Und ich freue mich auch, wenn Kommentare da sind, weil ich dann was zu tun habe in meinem hobbylosen Leben. Nee, Spaß, aber das ist wirklich schön. Also, ich hatte auch die Diskussion mit Hübi, das Thema mit Hübi, dass sowas auch nicht gut ist, wie gesagt, weil nur einer was davon hat, dass dann manche enttäuscht sind und so. Und deswegen, beim 200 Abo Special hatten wir das und ja, ich habe gesehen, dass einige enttäuscht waren. Und ja, mir fällt gerade auf, dass er hier eine Gembox hat. Läuft bei dem. Irgendwas wollte ich noch ansprechen. Die Frage ist nur noch was. Genau, mit der Google-Umfrage, die wird jetzt irgendwann in den nächsten Tagen kommen. Ich weiß auch noch nicht, wann ich dieses erste Special hochladen werde. Es wird zwei Specials geben, wie gesagt, das andere mit der Google-Umfrage. Weil ich mir eure Kommentare durchlesen will.
Und ihr werdet wahrscheinlich nicht alle direkt dieses Video sehen. Und ich weiß noch nicht mal, ob ihr das Video wirklich zu Ende guckt. Weil wenn die sehen, dass das Video so lang ist, haben die meisten wahrscheinlich keinen Bock drauf und so. Und wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Komm, das gibt eine Umarmung mit der Facecam. Ah. 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 Ja, das ist total süß. Ah. Olaf, nicht weinen. Nicht weinen. Und Hübi, nimm den Finger aus der Nase. Okay, von außen hätte das jetzt ein bisschen komisch ausgesehen, wenn man mich jetzt so ein bisschen beobachtet hätte. Okay, keiner da. Und dann könnte man auch so denken, what the fuck? Dann würde ich auch sagen, das war's dann mit dem ersten, Special. Vom 500 Abonnenten Special. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen von der Motivation her und so. Und falls ihr wirklich irgendwo Erfolg haben wollt, ist, glaube ich, das erste Ziel, dass ihr an euch selber glaubt. Und auch wenn ihr keinen Support bekommt von irgendjemandem, das Wichtigste ist wirklich, glaubt an euch selber, zieht das Ding durch und dann werdet ihr überall erfolgreich sein. 15 Jahre alt und total weise. Dann würde ich sagen, schreibt noch unten in die Kommentare rein, wie ich schon tausendmal erwähnt habe. Hashtag, der Holzfäller wurde gesmackt. Wir gemeinsam haben ihn gesmackt und deswegen... Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Special, das erste Teil gefallen. Das erste Teil, ich schwöre. Wenn dies der Fall ist, schreibt es in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.